Natürlich habe ich das auch schon gehört, dass man sagt, eine Matthäus-Passion, die ich dirigiert habe, war dieses Jahr wieder ganz anders als voriges Jahr. Das ist nicht so viel Absicht. Ich weiß auch nicht, ob es mit dem Blutdruck zusammenhängt oder Föhn oder was. Es ist einfach, wenn man aufs Podium geht und ein Stück anfängt zu dirigieren oder zu spielen. Es ist eine andere Situation jedes Mal. Man ist in anderen Stimmungen. Man hat auch mit jedem Werk, was man spielt oder dirigiert, täglich neue Ideen. Schlimm ist es, wenn die Ideen einem nicht mehr kommen, wenn man nicht mehr inspiriert ist. Denn das ist das Schlimme, wenn man ein Werk mit Routine, mit schnöder Routine spielt, weil es gespielt werden muss und keine Einfälle, keine Eingebung mehr dazu hat.